In der aufregenden Welt des Tennissports gibt es immer wieder aufstrebende Talente, die durch ihr Können und ihren Ehrgeiz beeindrucken. Einer dieser Spieler ist Patrick Rickel, der derzeit in der zweiten Bundesliga Nord für den TC 1899 Blau-Weiß Berlin aufschlägt. Wir können uns immer auf ihn verlassen. Er hat immer wieder auch mal von seinen Ergebnissen Ausreißer nach oben. Ist ein sehr guter Mannschaftsspieler. Schon in jungen Jahren kommt der Tscheche durch seinen Vater mit dem Sport in Berührung. Und sein Vater ist kein unbeschriebenes Blatt. David Rickel gewann 30 ATP-Turniere im Doppel und belegte Anfang der 2000er den 4. Platz der Weltrangliste im Doppel. Und sein Sprössling scheint dieses Tennis-Gen geerbt zu haben. Immerhin siegte er erst als dritter tschechischer Tennisspieler in der Geschichte im Junioren-Doppel mit dem Israeli Shai Uliel bei den French Open. Und jetzt stellt er sein Talent in Berlin zur Schau. Ich spiele das 5. oder 6. Jahr hier. Es ist immer besonders, jedes Jahr herzukommen. Es gibt guten Kontakt zum gesamten Team und zum Trainer. Man kennt die Jungs, es ist einfach immer toll. Um in der Welt des Tennissports erfolgreich zu sein, erfordert es aber harte Arbeit und ein effektives Trainingsprogramm. Deswegen stehen für Patrick täglich zahlreiche Einheiten auf dem Platz und im Kraftraum an. Und diese Leistung zahlt sich auch im ersten Satz seines Einzels gegen David Jorda Sanchez mit 6:4 aus. Doch dann schlägt der Spanier zurück. Jetzt muss das Spiel im Match-Tiebreak entschieden werden und leider fehlt Patrick am Ende das notwendige Quäntchen Glück, denn er muss sich mit 5:10 geschlagen geben. Es ist immer schön hier, aber wir haben verloren. Demnach ist die Stimmung im Team nicht gerade die beste. Trotz der 2:7 Niederlage gegen den THC Brühl sorgen Rickels Teamkameraden Jonas Hartenstein und Philipp Pavlenko für ein versöhnliches Ende. Sie gewinnen das einzige Doppel gegen das Duo Blair Walkow mit 6:4 und 6:4. Gerade Philipp Pavlenko ist seit 4 Jahren ein wichtiger Bestandteil des Bundesliga-Teams. Das ist nochmal was anderes als Regionalliga und Ostliga. Ein bisschen mehr Fans, Stuhlschiedsrichter, Ballchange, also es ist nochmal was anderes und ich freue mich jedes Mal, wenn ich spielen darf. Und hier noch einmal alle Ergebnisse des Spieltags im Überblick. Es war klar, dass wir heute ein schweres Match haben. Am Ende bin ich mit der Leistung von allen Spielern sehr zufrieden, haben alle gut gespielt. Wir haben hier ein Match auf hohem Niveau gesehen, 3-mal Match-Tiebreak verloren gegen deutlich besser platzierte Spieler. Fest steht auch, Patrick Rickel und Philipp Pavlenko sind zweifellos Tennisspieler, auf die man in der zweiten Bundesliga Nord und darüber hinaus achten sollte. Mit ihrem Talent, ihrer Leidenschaft für das Spiel und ihrem ehrgeizigen Wesen haben sie das Potenzial, noch zu größeren Erfolgen aufzusteigen. Doch zuvor müssen sie beim Aufeinandertreffen mit dem TK Blau-Weiß Aachen und dem Bremer Tennisclub von 1912 ihre Stärken erneut unter Beweis stellen.